Herzlich willkommen bei Canisius TV zu einer weiteren Ausgabe von Kurz und Bündig. Heute mit einer leider Gottes für viele sehr aktuellen persönlichen Frage, nämlich mit der Frage: Drinbleiben oder austreten? Gemeint ist natürlich die Kirche. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, das Wort bleiben scheint für postmoderne Zeitgenossinnen und Genossen eine echte Herausforderung zu sein. Drei Punkte. Erstens, allen Menschen gerecht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Ich schreibe jeden, der aus der Kirche austritt, einen persönlichen Brief, soweit das möglich ist. Ich kenne ja die Menschen meistens nicht, mit der Bitte um ein Gespräch. Entweder bei Ihnen zu Hause oder bei mir im Pfarrbüro oder in einem Bistro oder bei einem Spaziergang. Und in etwa 5-10% erhalte ich auch eine Antwort und es kommt dann tatsächlich auch zu so einem Gespräch. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, eine Einladung bei einem Mann. Und ich kam zu dem und stellte dann fest, dieser Mann lebt mit einem anderen Mann in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, gleichgeschlechtlichen Ehe. Und er erzählte mir dann, dass er am Anfang des Pontifikats von Papst Franziskus die Hoffnung gehabt habe, dass sich für ihn und seinesgleichen etwas positiv in der katholischen Kirche ändert. Aber das hat sich dann als nicht richtig herausgestellt und deswegen ist er jetzt eben aus der Kirche ausgetreten. Ihm ist die Kirche zu konservativ, zu wenig offen, zu wenig liberal. Am folgenden Tag hatte ich ein weiteres Gespräch mit einem betuchten Wirtschaftsprüfer, der bei der letzten Wahl zum ersten Mal nicht CDU, sondern die AfD gewählt hat. Ihm ist die Kirche zu, wie er sagte, grün und kommunistisch. Ich glaube, vor 20, vielleicht auch noch vor 10 Jahren, wären beide in der Kirche geblieben. Zwar zähneknirschend, aber sie wären drin geblieben. Und jetzt tritt nicht nur der eine wegen den anderen aus, sondern jetzt treten beide aus. Und ich möchte gerne zu den einen sagen, ihr müsst jetzt gar nicht mehr austreten, weil die anderen, die treten ja aus, aber jetzt sind beide weg. Zweitens, Veränderungen in der Postmoderne. Noch eine Generation vor uns, so will mir scheinen, tat man sich mit dem Bleiben leichter. Ja, wer einmal einen Beruf hatte, der führte nicht selten diesen Beruf von der Lehre bis zur Rente, oft im selben Betrieb, am selben Ort aus. Man wählte entweder diese oder jene Partei, aber es musste schon ein Erdbeben geben, dass ein Schwarzer den Sozis seine Stimme gegeben hätte oder umgekehrt. Man blieb katholisch oder eben evangelisch, ja, und da konnte der Pfarrer von den anderen, der konnte noch so gut predigen und die eigene Kirche, die konnte noch so großen Murks machen, man blieb. Zähneknirschend, aber man blieb. Heute scheint sich die Situation hier um 180 Grad gedreht zu haben. Heute arbeitet man nicht selten im Beruf A in München, wechselt dann in den Job B in Hamburg und dann geht es vielleicht noch nach Berlin. Parteien verlieren bei den Wahlen nicht selten 5 oder gar 10% ihrer Stimmen, ihrer Wählerinnen und Wähler, und alle naslang gibt es neue Autos, neue Handys, neue Lebenspartner. Und auch die Grenzen der Kirche sind durchlässiger geworden. Wenn mir dies oder das in meiner Kirche nicht passt, dann wechsle ich eben die Kirche, trete ich bei uns aus und bei denen ein oder in den meisten Fällen sogar, ich lasse es ganz sein.
Drittens, bleiben als Herausforderung. Freilich, die neue postmoderne Permeabilität, heute rein, morgen raus, übermorgen wieder rein, hat auch Chancen, die wir in der Pastoral aufgreifen sollten, ja müssen. Neben der zu begrüßenden Mobilität und Flexibilität kommt es nämlich leider auch zu mehr Oberflächlichkeit, Beliebigkeit und Vordergründigkeit. Und, das ist jedenfalls meine Hoffnung, es wächst der Anteil derer, die sich damit nicht zufrieden geben möchten. Die fragen, reicht mir das? Will ich immer nur wie so ein Schmetterling von Blume zu Blume, von Hobby zu Hobby flattern? Will ich immer nur an der Oberfläche herumschnorcheln? Will ich immer nur Lebensabschnittsgefährten und Gefährtinnen haben? Seine wahre Kraft und Stärke, ja, die entfaltet der Glaube nämlich erst, wenn man bleibt. Der scharfe Wind, der uns Christen derzeit entgegenpfeift, der zwingt uns regelrecht dazu zu überlegen, was trägt und was nicht. Was ist Fundament und was ist Dekor, Lametta, Schnickschnack? Was ist vergängliche Mode und was atmet den Hauch der Ewigkeit? Was hat die Macht und Kraft unserem Leben über den derzeitigen Augenblick hinaus? Die aktuelle Lebensphase, Halt und Fundament zu geben. Ja, und das ist eben nicht der Weihnachtsmann oder der Osterhase, sondern der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Ich wiederhole mich hier gerne. Der und nur der ist es wert, dass andere uns als Kirche kennen und vielleicht auch lieben lernen. Und dass wir, die wir schon Kirche sind, bleiben. Christi Tod am Kreuz besagt, Christus blieb an Gott dran. Trotz seiner gefühlten Verlassenheit, obwohl ihn alle verlassen haben, alle stiften gegangen sind, Petrus und wie sie alle heißen, obwohl ihn alle verlassen, ja verraten haben, er blieb an Gott dran bis zum letzten Wort am Kreuz. Und Ostern besagt, Gott blieb an Jesus dran. Der hat ihn nicht verlassen, auch als er sich verlassen fühlte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war dieser Jesus von guten Mächten wunderbar geborgen. Wer eine Auferstehung erleben will, der muss dabei bleiben. Das gilt für die Auferstehung nach dem Leben, nach dem Tod. Das gilt aber auch für die vielen Auferstehungen im Leben vor dem Tod. Ich bete. Allmächtiger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns aufgefordert, trotz allem zu bleiben. Wir bitten dich, für alle wankelmütigen Menschen, die keinen Halt kennen und deren Leben Stabilität vermissen lässt, stärke in ihnen das Durchhaltevermögen. Für die Kirche um eine gute Mischung von Flexibilität und Traditionsbewusstsein. Schenke ihr Treue zu ihrem Ursprung damals und Liebe zu den Menschen heute. Wir beten um Geduld für die Ungeduldigen, Einfühlungsvermögen auf allen Seiten und den Blick für das Wesentliche. Guter Gott, lass unsere Herzen dort verankert sein, wo die wahren Freuden sind, in Christus, unseren Herrn. Amen.
Ich wünsche Ihnen jetzt noch Gottes Segen und lassen Sie sich von den Tagesmeldungen, die es da gibt, nicht so ins Bockshorn jagen. Wegen Jesus Christus sind Sie hoffentlich in unserer Kirche und wegen ihm, und zwar nur wegen ihm, sollten Sie auch bleiben. Es segne Sie der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich hoffe, Sie bleiben auch unserer Reihe hier treu. Am Schluss gibt es wie immer wieder die Einblendung von unserem Hinweis für Spenden für Canisius TV und für den Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Die sind derzeit etwas klamm bei der Kasse, also deswegen wieder mal dieser dezente, hoffentlich nicht zu aufdringliche Hinweis. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss bis morgen. Ba-da-b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 a-